Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Es ist ein Hund vor der Tür. Das gefällt mir gar nicht. Wir haben auch eben das Auto hier schon gesprengt. Wahrscheinlich war ich das mit meiner Shotgun. Das ist nicht cool mit dem Hund. Das ist gar nicht cool. Weil der könnte jetzt nochmal dafür verantwortlich werden, dass ich doch kurzzeitig mal ablebe oder so. Der ist hier irgendwo neben mir. Boah, ich hasse die Viecher. Ihr wisst, was beim letzten Mal passiert ist, ne? Shit, wo ist er? Habe ich mich eben echt verjagt und bin dann, ihr habt es ja gesehen. Okay, den dicken wir noch mal eben auseinander. Da war ein Auto, das haben sie gesprengt. Gut, ich kann eh jetzt kein Loot. Aha, ich bin infiziert jetzt, ernsthaft? Okay, ich ich war noch am Überlegen, wie ich Taschenplatz frei mache. Und ich habe mir da unten schon mal mein Antibiotikum reingezogen. Und genau das werde ich jetzt auch. Jetzt werde ich sowieso machen. So, ich hätte das Antibiotikum jetzt auch genommen. Jetzt brauche ich es. Jetzt nehme ich noch einen Painkiller. Nee, ich nehme keinen Painkiller. Ich nehme was Besseres. Nämlich etwas, was auch Taschenplatz kostet. Diese heilende Bandage. Dann habe ich noch eine. Na, wie doll heilt mich das Ding? Ich will mal gucken, sonst nehme ich noch die zweite. Dann habe ich nämlich noch mehr Taschenplatz frei. Ich habe mir überlegt, ich nehme vielleicht die Beaker mit. Ich glaube nicht, dass ich drei Beaker brauche. Das Fleisch nehme ich auf jeden Fall mit. Das Holz könnte ich hier lassen. Das ist eine nachwachsende Ressource. Federn, ich mache ja mit Crossbows eh nicht mehr so viel rum. Kann ich auch hier lassen. Kaffee kann ich mir anbauen. Kann ich auch hier lassen. So. Eier. Würde ich mal gucken. So, die Bloodbags würde ich vielleicht mitnehmen. Dann muss ich mir selber kein Blut abzapfen. Das ist jetzt nichts Lebenswichtiges. Da ich keine SMG habe, brauche ich auch keine 10mm Munition. So, also lasse ich die hier. Oder da ich mir keine bauen kann. Ein paar Gläser lasse ich hier. Getrunken habe ich vorher noch mal was. Das heißt, ich werde jetzt auch noch mal eben was trinken. Nur, dass es voll ist. Und, ah, der Buff ist, nee, der Buff läuft noch. Mal gucken, wie doll mich das hält. Normalerweise würde ich jetzt aber noch keine Bandage nehmen. Aber vielleicht komme ich auch mal einen Platz hin. Das Essen kann ich hier lassen. Ich könnte höchstens noch die Kartoffeln mitnehmen. Ich lasse, wie gesagt, ein paar Gläser hier. Dafür habe ich Glass Paints dabei. Das lohnt sich genauso. Also wenn nicht sogar noch mehr, weil aus diesen Glass Paints kriege ich sicherlich ganz viele Gläser. Die Splinte lasse ich hier. Die kann ich mir auch jederzeit herstellen. Den Helm, ja. Ich lasse das mal hier. Eigentlich wollte ich den Stuhl mitgenommen haben, aber die Sachen sind mir gerade wichtiger. Ich könnte jetzt doch noch die Couch. Ich glaube, da nehme ich vielleicht doch die Federn mit, weil ohne Waffen würde ich ja sowieso nicht herkommen. Nee. Ich glaube, alles, was irgendwie wichtig ist, habe ich jetzt mit. So, das ist das Antibiotikum. Ich könnte jetzt... Pass auf, dann mich die zweite doch noch. Und nehme die Kartoffeln mit. Einfach nur so. Oder ich nehme die Hälfte der Kartoffeln mit. Dann habe ich hier sicherheitshalber ein bisschen was zu essen und zu trinken. Weil ich komme hier bestimmt nochmal wieder hin. Da bin ich mir relativ sicher. Gut, dann ziehen wir uns den Alkohol da mal rein. In das Feld und verlassen diese wunderschöne Gegend, die sich echt gelohnt hat für mich. Und setzen uns sicherheitshalber mal einen Waypoint, weil, keine Ahnung, ich finde, ich bin eher in der Lage, der kleinen roten Flagge da zu folgen, als irgendwas anderes. Wir können hier nochmal reingucken. Ach, guck
Guck mal, eine Glasspane. Er lungert da so im Nebel rum. Kann er ja gerne machen. Ich gehe jetzt. Du bist alleine. Deine Freunde sind alle tot. Mehrfach. So. Ach ja, das ist die andere Hütte, die wir da gefunden haben. Noch eine Glasspane. Es war jetzt schon die richtige Entscheidung, die Glasspanes zu behalten. Ich darf mir jetzt nur nichts brechen, weil ich die Splinter alle da gelassen habe. Weil da denke ich mir auch, hey, man splintet, sowas kannst du dir jederzeit wieder herstellen. Das musst du jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Aber den Hirsch, den muss ich mitnehmen. Jetzt, wo ich sowieso, wenn es mit mir rumschleppe. Nein, der Bug ist da. Ja, ich habe zwischendurch nicht neu gestartet. Okay, das mache ich jetzt mal eben. Dann unterbreche ich mal eben ganz kurz die Aufnahme. Wir sehen uns sofort wieder. So, da bin ich wieder. Wo habe ich mich jetzt gedreht hier? So, du kommst weg. Ja, ist mir schon klar, dass ich irgendwas mit mir trage. Schade, ich hätte gerne das andere Venison auch noch gehabt. Das ist halt ärgerlich. Was war das denn hier? Das Schwein würde ich ja auch gerne mitnehmen, aber da habe ich jetzt den Taschenplatz nicht mehr für. Dann müsste ich jetzt doch was anderes hier lassen, wie die Federn zum Beispiel. Hm. Und ich hatte mich ja gerade dazu entschlossen, diese Sachen alle mitzunehmen. Egal, wir suchen uns irgendwann an einem anderen Tag mal ein Schwein. So. Ich konzentriere mich jetzt doch erstmal auf das Venison. Zombies will ich jetzt gerade auch erstmal nicht looten, weil dann liegt was Tolles drin, was ich mitnehmen wollte. Und dann kann ich es nicht mitnehmen. Obwohl, gut, wenn mir so direkt einer begegnet, dann kann ich ihn ja auch über... Danke. Die nicht. Ey, vielleicht hat er Öl dabei oder so. Auch nicht. Aber die beiden hier... Ah ja, gut, siehst du? Also, ihr müsst... Und jetzt darf ich wieder neu booten. Ah, ich bin sofort... Ist ja nervig. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der Hirsch da noch liegt. Den habe ich doch hier erschossen, oder? Den zweiten? Nee, da. Okay. Also ihr müsst immer alles aus den Tieren rausholen. Und wenn ihr das nicht könnt... Okay. Was ist das Spiel? Ich komme gleich wieder. Okay, also zu den Hirschen. Ihr müsst, also nicht nur die Hirsche, das betrifft bestimmt auch die Schweine. Ihr müsst sie jedes Mal komplett looten. Ihr müsst es nicht unbedingt aufnehmen, aber ihr müsst die, alle Gegenstände, also Knochen und das Fett und alles aus dem Hirsch rausnehmen und mindestens wegschmeißen. Und zwar bevor ihr, also auch dieser Schnellloot-Trick, anfangen zu looten, Escape drücken. Macht es nicht. Es macht euch das Spiel an der Stelle kaputt. Weil, das habe ich ja gehabt. Ihr müsst es per Hand rausnehmen aus dem Hirsch. Es bringt nichts, wenn es automatisch aus dem Hirsch verschwindet. Danach tritt dieser... Hab ich ja den Knurren gehört. Danach tritt dieser Bug auf. Und, wenn ihr das Problem habt, reicht es nicht, aus dem Spielstand rauszugehen und neu zu starten, sondern ihr müsst komplett aus 7 Days raus. Das ist das, was mir jetzt eben passiert ist. Ich bin eben ganz kurz aus dem Spiel raus, bin wieder rein, also aus meinem Solo-Spiel und das hat es nicht gebracht. Und jedes Mal, wenn man sich einloggt, geht die Lampe wieder an. Fällt mir jetzt gerade mal wieder so auf. Das ist auch noch nicht abgestellt. Also ich will mal echt dringend hoffen, dass sie
diesen Bug abstellen, ist es jetzt ärgerlich. Ich hätte halt, ich hätte halt 6 Venison mehr gehabt. Und ich glaube auch, ich muss mal gucken. Mir geht es ja mit der Venison jetzt nicht schlecht. Und ich kann auch damit leben, wenn mir da jetzt mal 6 Venison fehlen. Aber eigentlich, wäre ich im Rechten, wenn ich mir die wiederholen würde. Also direkt aus dem Kreativmodus. Da muss man gucken. Keine Ahnung. Ich meine, entweder man macht das gleich oder man lässt es. Es gibt jetzt Schlimmeres, sag ich mal. Also wenn ich jetzt noch 50 Wellness hätte, dann würde ich sagen, ey, geht gar nicht. Weil Wellness Du ist schon cool. Laufen unheimlich viele Schweine rum. Wo bin ich jetzt überhaupt? Auf der Seite bin ich. Da ist ein Hirsch. Dafür müssen wir aber erstmal die abknallen. Und dann können wir uns den Hirsch gleich angucken, wenn er noch da ist. Ja, ist er noch. Danke, meiner. Nee, können wir leider nicht mitnehmen. Jetzt gucke ich mich aber erst um, ob irgendwas in der Nähe ist. Hier ist irgendwas. Wow, die habe ich nicht gesehen. Weil die würde mich vom Looten abhalten. Man muss halt echt die Zeit haben, dann nicht nur das Ding fertig zu looten, sondern auch alles rauszunehmen. Und zwar so per Hand oder halt ins Inventar. So, und dann klappt es auch beim nächsten Mal mit dem Venison. Wo war sie denn? Hier lag sie rum. Ja, hat leider überhaupt nichts Brauchbares für mich. Ach, ich Idiot. Eigentlich wollte ich den Spike Club da lassen. Dann hätte ich noch einen Taschenplatz mehr frei gehabt. Eigentlich wollte ich den Spike Club da lassen, weil ich werde mir sowieso... Also es wäre auch nicht schlecht gewesen, wenn ich da gleich eine adäquate Nahkampfwaffe gehabt hätte. Bei meiner Rückkehr, die dann schon auf mich wartet. Ich kann mir jetzt einen blauen Club herstellen und das werde ich wohl auch mal tun. Ne, nichts Attraktives bei hier für mich. Jo. Ich habe gesagt, ich muss ein paar Sachen hier lassen. Aber da war ich doch bestimmt noch nicht dran. Ne, lohnt sich jetzt auch nicht. Ich lasse die beiden mal in Ruhe. Was zum... Warum sieht das wieder so spät auf hier, was? Okay, bei mir in der Gegend war auf jeden Fall Respawn. Wo ist er denn jetzt hin, der Dicke? Er ist ganz weg. Gebackt. Hm. Ne, sparen wir uns. Aber die Lady nehmen wir hier noch mit. Mein Alkoholbuff hält immer noch an. Ach, guck mal, ich habe mich doch für die richtigen Sachen beim Loot entschieden. Dann kann ich da sogar noch was mitnehmen. Und ja, das brauche ich alles nicht. Mache ich mal leer, dann gibt es hier auch mal einen Respawn. Da oben ist noch eine Lady. Und jetzt müssten wir auch gleich zu Hause sein. Hm, du, dich Schwein, wir treffen uns nochmal. Da steht auch etwas bei meinen... Oh, hier sind ja doch einige. Nee, erst den da. Besser ist das.
kann die Lady hier. Schön, Painkiller, super Sache. Leben ist auch voll. Das ist schwierig. Mach da mal ein Foto von. Ja, kann ich leider nicht gebrauchen. Da ist mein Grillplatz. Ich nehme den nur mal weg, damit hier nichts mehr rumrennt. Ja, brauche ich auch nicht. So. Hier treiben sich ja auch schon wieder welche rum. Könnte dann nochmal die Wand reparieren, aber es hat auch noch Zeit bis nach der nächsten Nachthorde. Den hole ich mir natürlich. Also, wenn der jetzt schon mal hier ist. Oh, der ist ja ein Dicker im Wasser. Hier sind noch ein paar mehr Zombies, glaube ich. So, seht ihr? Also dann funktioniert das. Aber ihr müsst sie halt leer machen. Sonst ist Essig. So, wo war der Dicke denn jetzt hin? Da vorne. Den gucken wir uns auch nochmal an. Aber, naja, wie gesagt, wenn der Munition hat, was anderes interessiert mich eigentlich nicht, dann kann ich es auch looten. Ich habe mich ja für die richtigen Sachen entschieden, die ich mitnehmen will. Und dann werde ich jetzt mal anfangen, das Brass einzuschmelzen. Damit ich mir da neue Munition machen kann. Die ist ja anscheinend richtig Gebiets... Respawn. Na gut, ist aber auch schon ruhig geworden. Jo, Kartoffeln habe ich reichlich. Nee, ich hätte die doch da lassen können, sollen, dürfen, müssen. Ich dachte, die verschwinden hier irgendwann. Ach, ich könnte das eigentlich auch mit der Axt machen. Das ist wahrscheinlich wesentlich besser. So. Das machen wir hier auch nochmal. Ah ja, okay. Dann gehe ich gleich nochmal zu der Zombie-Leiche, die da rumliegt. Mach das bei der auch. War das der, der hier eben lag? Das ist aber schnell zu Gore-Block geworden. Echt? Geht doch nicht. Nun gut. Okay. Endlich zu Hause. 114. Schöne Sache. Und ich kann auch schon wieder was essen. Das heißt, wir kriegen das gleich nochmal höher. Die Wellness. Also jetzt, es läuft, ne? So, seit ein paar Tagen. Seit ein paar Tagen kann man echt sagen, läuft. Freut mich ungemein. So, ich habe ja die Couch zum Einheizen. Bullet Casing. Ja, dann brauche ich das Boss für irgendwas anderes? Nee, ne? Ich kann das nur für Bullet Casings gebrauchen, ne? Fünf Minuten. Moment, ich habe doch hier bestimmt noch ein bisschen loses Holz. Da. Dann lege ich da nochmal zwei Stickies nach und dann passt das auch mit der Zeit. Elf Stück, das ist auch gut. Dann sortieren wir das mal eben schnell zurück hier. So. So. Oh, okay. Ach, guck mal. Können wir ja viel besser alles stacken. Dann nehmen wir uns unseren Hammer her.
Ich habe genug Scrap Metal, ne? Ich hätte das jetzt gar nicht unbedingt gebraucht. Nicht wirklich. Nee, auch den Stoff, ich weiß. Aber, ach komm, nur habe ich es denn schon mal. Erste-Hilfe-Kits, auch schön. Super Sache. Also, mir geht es gerade richtig gut hier. Weapon Repair Kits. Ich habe doch hier doch irgendwo. Da. Genau. Wie viel haben wir hier? 12. 7, 19. Ja, dann passt das doch. Das kommt da wieder rein. Achso, ich hätte auch noch welche gehabt. Naja, egal. So, Weapon Repair Kit. Mache ich dann hier. So. Die Axt brauche ich ja gerade erstmal nicht. Die lege ich hier mal wieder rein. Dann füllen wir uns mal eben gleich die Laser unten auf am Wasser. Lalala. Also momentan läuft es wirklich gut, muss ich sagen. Momentan läuft es echt gut. So hätte das auch schon von Anfang an laufen können. Man muss halt nur mal auf ein paar Sachen aufpassen. Ah ja, okay. Die Glas-Animation hat da immer noch ein leichtes Problem. Und ich habe genug zu trinken. Es mangelt mir an nichts, würde ich sagen. 13 Uhr. Ich würde mir eigentlich ganz gerne noch ein paar Blumen besorgen. So ein paar rote und so ein bisschen Baumwolle vielleicht hier. Und die können wir mitnehmen. Und den und den und... Ja, vielleicht doch noch ein paar rote Blumen. Ich glaube, die finde ich da vorne. Ja, hier ist schon einer. Die sahen vorher auch besser aus, fand ich. Aber okay, also die wirken jetzt sehr dezent, die roten Blumen. Das war mal anders. Die sieht man fast gar nicht mehr. Das kann ich ja leider nicht mitnehmen. Das finde ich ja auch schade. Aber ich könnte mir trotzdem ein bisschen Gras... Ach nee, habe ich ja auch noch oben. Schlagen und setzen. So, machen wir das. Das wird die Deko für den Grillplatz, ne? Falls ihr euch fragt, was ich hier, warum ich jetzt Golden Rod aufsammle, wo ich da vorne ja ein Feld habe. So, das sollte reichen. Und ich nehme hier nochmal so ein paar... Obwohl, Small Stones habe ich, glaube ich, oben auch noch reichlich. Und vielleicht lege ich ein paar Steine hin. Dass das wieder so natürlich aussieht, wie es vorher mal war. Dann kann ich hier noch ein bisschen rumdekorieren, da habe ich auch Lust zu. Ich habe kein Holz, ne, dabei. Und ich habe jetzt auch keine Axt dabei. Weil da hinten sind ja noch Bäume. Schlag ich dann vielleicht zwischen den Folgen mal. Ich habe es nicht so, weil die Folge so zerstückelt war, aber ich glaube, wir sind jetzt bei 20 oder 21 Minuten angekommen. Das heißt, ich würde mich jetzt hier mal verabschieden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann kann ich ja mal eben ganz kurz rausgehen und ein bisschen Holz schlagen, außerhalb der Folge. Das können wir machen. Und dann fange ich, nachts werde ich hier mal anfangen, wie blöd, zu kochen. Okay, wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dann, tschüss.